Wir sind mit Apothekerin Tilla Frank-Neumeier und ihrer Kollegin Anna Peis in Neidlingen verabredet. Sie zeigen uns die digitale Rezeptsammelstelle, die im selben Gebäude wie die Kreissparkasse untergebracht ist. Das geht ganz einfach, auch für ältere Leute. Man kommt hin, tut auf OK. Das ist damit bestätigt, dass man mit dem digitalen Aufnehmen in Ordnung ist, einverstanden ist. Anschließend muss man nur noch das Rezept reinschieben. Wer möchte, kann noch eine Nachricht mit weiteren Bestellungen und seiner Telefonnummer eingeben. Dann kann die Apotheke zurückrufen und die Zeit für die Lieferung besprechen. Für Apothekerin Tilla Frank-Neumeier war es kein Problem, sich auf die neue Technik einzulassen. Von Anfang an fand ich die Idee wunderbar und dass wir Pilotprojekt hier in so einer Gemeinde sind, in Neidlingen, ist 4 Kilometer von Weilheim entfernt, das ausprobieren zu können, finde ich ganz klasse. Wenig später in der Stadtapotheke in Weilheim. Eine offene Bestellung auf dem Bildschirm. Anna Peis nimmt das Rezept am Computer entgegen, druckt es aus und überprüft, ob das bestellte Medikament vorrätig ist. Auf Datenschutz wird beim gesamten Vorgang großer Wert gelegt. Die Daten sind verschlüsselt und es kommt bei uns an und dementsprechend wird es dann bearbeitet. Seit Januar testen 2 Apotheken in Weilheim die neue Technik im Wechsel. Momentan ist die Stadtapotheke an der Reihe. Eines steht für Tilla Frank-Neumeier jetzt schon fest. Wegen der digitalen Rezeptsammelstelle kommen die Medikamente schneller bei den Patienten an. Das erste Rezept, das wir beliefert hatten, hatte die Kundin innerhalb 20 Minuten, da das Rezept digital reinkommt. Das Präparat war vorrätig, wie bei uns die meisten Sachen, und wurde dann sofort ausgeliefert. Ins Leben gerufen hat das Projekt der Landesapothekerverband Baden-Württemberg. Insgesamt läuft es 2 Jahre. Die Verantwortlichen sind mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Es wird gut angenommen, weil es wirklich eine Erleichterung für die Patientinnen und auch eine Zeitersparnis für die Apotheker sind. Die Versorgung kann schneller werden. Ich denke, es ist aber auch ein Gewöhnungsprozess natürlich, dass auch ältere Menschen einfach mit so einer Neuerung erstmal sich vertraut machen müssen. Da ist die Gemeinde auch rührig und erläutert das. Und dann denke ich aber, sind wir wirklich auf einem guten Weg, wie eine apothekerliche Versorgung auch in dünner besiedelten Räumen gestaltet werden kann. Das Ausliefern ist übrigens eine Dienstleistung, die viele Apotheker freiwillig erbringen. Geld verdienen sie damit nicht. Bevor Anna Peis das Medikament aushändigt, muss sie noch das Originalrezept aus dem Automaten holen und prüfen. Für den Fall, dass jemand eine Fälschung eingescannt hat.